Willkommen zurück zu The Evil Within und weiter geht die große Fehlerei. Mal gucken, wie es diesmal so läuft. Oh weia, wir haben das letzte Mal, ja, Boxkopf diplomatisch nicht gemacht. War ich wirklich in so einem Raum? Ach ja, ich war nicht direkt im Raum. Deswegen liegt hier auch noch Zeug rum. Mach mal ein bisschen lauter. So. Die schöne Musik hier genießen. Na gut, ja, der Spiegel ganz schön kaputt. Wir wollen nicht nochmal dahin. Wir wollen uns auch nicht im Schrank verstecken. Ich kann es nicht mal. Wir wollen weiter in den Albtraum. Mit null Munition. Immer noch in dieser Wohnung, in der sich auf einmal eine Tür geöffnet hat. Und ich mich fragen muss, will ich da rein? Ich gehe erstmal da lang. Die Frage ist jetzt natürlich wieder, wo geht's weiter? Da liegt einer. Ah ja, mit Fessel, okay. Nee, ich will eigentlich nur die Kiste töten. Ach, töten, ja. Und bemerken, dass da nichts für mich drin ist. Na gut, am Aufzug geht nichts. Das finde ich gut. Dann muss ich wohl in diese Tür. Was ist denn das für ein Plan hier? Ah ja. Werde ich wohl nie in meinem Leben brauchen. Okay. Da hinten kam ich schon her, ne? Das ist jetzt nicht irgendwie ein Teleport. Ja, okay, da kam ich her, genau. Da hatte ich den Kopf geöffnet. Alles klar. Dann geht's weiter. Ach ja, genau, hier. Ne? Personal. Wo ich doch letztens noch meinte, da habe ich eh nichts drin verloren. Jetzt bin ich da und ich könnte eine Etage weiter runter. Da haben wir nochmal Gel. Nimm's mit. Kann ich da hoch? Nein. Jo, dann werde ich wohl runter müssen. Upsala. Das hat er ja schön gemacht. Und ein Kontrollpunkt. Spritze. Yay. Okay, schön, was wir hier so finden. Ja, und trotz der Fehlerei letztes Mal haben wir es ja eigentlich ganz gut gelöst, dass wir Boxkopf nicht getötet haben. Wäre bestimmt möglich gewesen, also ihn zumindest temporär so zu töten, dass man vielleicht auch eine kleine Belohnung bekommt, aber ich spare mir lieber die nicht vorhandene Muni. Beziehungsweise jetzt haben wir ihn vielleicht wieder. Ne, wir haben immer noch nichts, okay. Ach, das sieht so schön hell beleuchtet aus, aber ich sehe schon wieder eine Blutspur. Mal was ganz was Neues in diesem Spiel. Wer ist das? Was macht denn der da? Hä? Was soll das darstellen? Ist das... Ich kann es gar nicht genau erkennen. Das ist ein Typ, der sich da vorgebeugt hat und irgendwas macht. Ich werde mal die Waffe wechseln. Toll, ein Schuss, ey. Ein Schuss. Aber ich will es eigentlich mir nur mal in der aus der Nähe betrachten, was das sein soll. Ja, das ist ein Typ, der hat anscheinend... Was ist mit dir denn kaputt? Okay, ich bin mir nicht sicher, aber ich werde einfach mal auf ihn schießen jetzt. Auf so ein rotes Teil. Oh. Nein, nein, warte. Okay, immer schön aus der Entfernung töten. Sonst reißt es mich mit in den Tod. Alles klar, ich habe verstanden, wie man mit diesem Gegner vorgeht. Bloß nicht zu nah rankommen lassen. Das scheint es erstmal gewesen zu sein. Okay. Ja gut, dann sind das aber wenigstens One-Hits. Immer positiv sehen, Leute. Immer positiv sehen. So, was ist das jetzt wirklich? Da ging die Tür halt auf. Ich habe noch gar nicht die andere Seite gecheckt. Okay, okay. Nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich gehe mal vorsichtig raus. Passiert nichts. Gut, dann mache ich erstmal das Blatt. Gut. Weiter. Hier gibt es nichts für mich. Und hier komme ich wohl niemals rein. Oh je, also oh, das kann ja jetzt was werden. Ich sehe mich jetzt schon in die Luft fliegen. Ich sollte vielleicht wieder die Waffe ausrüsten. Nur noch so rumlaufen.
Wenn die auf einmal da rausgeschossen kommen, wer weiß, die Tür, ich meine, sie ist nicht so komisch verdrahtet wie die meisten anderen. Das heißt, sie könnte irgendwann nochmal aufbrechen. Oder ich mache sie auf. Das ist natürlich auch eine Alternative. Ist hier jemand? Ist hier jemand, der in die Luft fliegen will? Wenn ja, dann zeig dich. Oh, mir geht gerade mein Skype auf den Keks. Einen Moment bitte. So, jetzt kriege ich nichts mehr davon mit, wenn mich irgendwas in Skype anschreibt. Jetzt kann ich mich voll und ganz diesem Spiel hier widmen. Ich hätte Skype anlassen sollen, dann hätte ich das als Ausrede nehmen können. Ja, in Shooter-Manier laufe ich da jetzt rum. Aus Angst wegen diesen Explosiv-Zombies. Oh yeah, Automat. Ah. Okay, also. Entschuldigung. Die mit Fußfessel sind bisher noch nie aufgestanden, oder? Ah, hier gibt es viele Bonis, aber ich will erstmal die Location sichern. Ganz schön dunkel da drin. Könnte natürlich was rausgeschossen kommen, wenn ich Pech habe. Na gut, schauen wir uns jetzt erst hier mal um, bevor ich das vergesse. Noch was? Ja, jede Menge Gel. So. An dem Automaten kann ich diesmal anscheinend nichts holen. Das ist irgendwie ja, ein seltsam verbauter Automat. Oder ist das ein Karton, ein riesengroßer, wo mal ein Automat drin war? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich nichts dergleichen benutzen. So, hier war noch was. Ja, ist die Frage, ob ich jetzt da weitergehen soll. Oh, ein Kartenfragment. Oder eben nicht. Hier, wenn ich hier weiterlatsche. Hm. Mensch, was ist denn heute mit meiner Stimme los? So kratzig. Kennt das bestimmt. Aber ich denke schon, dass es da hinten... Ja gut, da hinten durch und dann komme ich hier eh wieder raus. Also kann ich da ruhig weiterlatschen. Denke ich, hoffe ich mal. Kann ich da irgendwas lesen? So zur Abwechslung? Nein. Sie hätten ruhig ein bisschen mehr Tagebücher machen können. Ja, gut. Dann gehen wir halt doch hier rein. Hallo. Das einzig Gute an diesen Explosivzombies ist, dass sie eigentlich leuchten. Mit ihren komischen roten Teilen. Okay, das sammle ich gleich. Ja, toll, da ist ja nur eine Wand. Das ist ja nur eine kleine Abstellkammer. Oder... Ah, da liegt noch eine Falle. Ich muss auch aufpassen, nicht, dass ich wieder so ein Stolperdraht hier missachte. Aber ihr müsst mich da ein bisschen verstehen. Ich meine, ich habe da dann die Augen auf das etwas größere Problem. Wieso? Ja. Wie so ein Boxkopf. Und dann gucke ich nicht auf den Boden und dann bin ich in Panik und so. Und ja, das war jetzt natürlich auch unter aller Sau. Ich habe gedacht, das ist so eine Tretfalle. Aber nein, das war so eine klassische Falle. Toll! Dann habe ich es zu spät geschnallt, mich wieder zu ducken. Echt super. Wenn ich mich gut anstellen will, passiert immer so ein Mist. Egal! Nehmen wir jetzt in Kauf. Ein alter Staubsauger. Der sieht echt alt aus. So. Ansonsten ist hier nichts zu tun. Wir passen wieder auf. Von da links kamen wir natürlich. Die Frage, ob da was getriggert wird. Hallo, hallo, hallo. Ist ja jemand? Nein. Da ist niemand. Gut. Gucken wir uns nochmal den Weg an hier. Aber da werde ich wohl nichts verpasst haben. Nein, da ist nur die Blutspur. Okay. Dann muss ich wohl den Schacht durch, ha? Dann muss ich wohl den Schacht durch. Hier ist ja alles kaputt. Boah. Mann, hat der geblutet. Ein trauriges Ende. Da hinten vielleicht schon mal ein bisschen reinspoilern. Wenn ich da mal hinkomme.
Sieht aus wie eine kleine Küche. Aber der kleine Ausblick bringt mir nicht viel. Ich kann auch nichts voreilig töten oder so, ne? Aber das ganze Gel, ich werde da definitiv irgendwann hinkommen. Okay, da drinnen, in geduckter Stellung, kann ich ja nicht zielen. Also dürfte hier gar nichts Böses passieren. Ich hoffe, meine Theorie stimmt. Okay. Und schon sind wir da. Bin ich denn auch alleine hier drin? Hallo? Zeig dich! Okay. Gibt wohl niemanden. Oh! Oh Gott. Oh Mann, ich bin echt. Ja, ich wollte das Gel holen und denk mir nicht auf einmal. Das war natürlich fies. Okay, yeah. Ein paar Hölzer nochmal. Ja, alles vollgeräumt. Was haben wir denn da? Ja, ja, Happy Family hier. Ja. War bestimmt alles mal schön hier. Ah, oh, Leute, es tut mir echt leid, dass meine Stimme gerade so versagt. Kriegt sich jetzt einer, sonst muss ich doch nochmal eine Zwangspause machen. Oder ich halte einfach die Klappe, wenn sich eh die meisten drüber freuen. Ne, die meisten ist übertrieben, aber einige bestimmt. Nee, okay. Aber es ist echt auch sehr spannend hier. Man weiß, was es hier für Gegnerarten gibt. Man weiß, wie schnell die einen in den Tod reißen können, wenn sie nur angerannt kommen. Und dann sieht man ganz schön alt aus. Das macht die Sache sehr spannend, finde ich. Ich gucke jetzt nochmal in die Regale durch. Wieder aus Angst, irgendwas verpasst zu haben, aber es sieht gut aus, oder? Ja, ich denke, wir haben alles. Oder kann ich das da unten vielleicht öffnen? Nein, kann ich nicht. Na gut. Letztendlich steht da irgendwo eine Statue total unauffällig, die ich nicht sehe. Das könnte ich mir gut vorstellen bei meinem Glück. Aber nee, nichts zu erkennen. Okay, dann weiter. Was war das? Joseph? Wieso geht er davon aus, dass das Joseph ist? Du bist ein Optimist. Das könnte auch dein Boxfreund sein. Das ist eine Ratte. Okay. Eine Ratte ist schon mal nicht so schlimm. Die werde ich auch nicht erschießen. Hallo. Ist das die Eingangshalle? Nee, Quatsch. Ist immer noch die Küche. Na, das sind alles nur Ratten hier, die mampfen an den letzten Resten. Schön gemacht. Gefällt mir. Aber bei Ratten bleibt es nicht, da bin ich mir sicher. Hier geht's die Treppe hoch. Es scheint zu brennen dort. Was mich eigentlich auch nicht wundert. Und noch mehr Teile. Also wir haben 26 Teile. Wir können uns sowas von voll machen. Ich werde versuchen, mir diese ganzen Teile auch für Kapitel 15 aufzuheben. Mal gucken, ob es klappt. Also Magnum, die Teile und die Muni, die in unseren Depots liegen. Das alles erlaube ich mir erst in Kapitel 15. Der Rest wird verballert. Gut, ich kann nicht versprechen, ob es klappt. Eventuell muss ich von den Teilen Gebrauch nehmen. Mal schauen, was da noch so kommt in diesem und im nächsten Kapitel. Aber ich denke, wir tun gut daran. Ist uns so lange wie möglich aufzuheben, weil das ist der Vorteil an diesen Teilen. Die gehen anscheinend bis 99 und solange ich sie nicht benutze, ne, kann ich die Bolzen ja immer wieder nachmachen. Das ist eigentlich ein richtig geiles Depot, indirekt. So, die Ratte hat irgendwie ein spastisches Problem, wenn ihr mich fragt. Aber gut, jedem seine Hobbys. Okay, es sieht so fast wie eine Sackgasse hier aus. Nee, da links geht's rum. Ja, ich hoffe, es stört euch nicht, dass ich hier jetzt in so Shooter-Manier rumrenne, aber das, ich fühle mich einfach sicherer gerade, damit ich sofort abdrücken kann, falls was auf mich zurennt. Scheinbar kann ich hier nichts machen. Hinten eine Tür. Okay. Man hört jetzt auch nichts außer diese Flammen. Das ist natürlich. Oh oh.
Oh. Nein! Können wir nicht tauschen? Poser. Oh Gott, und jetzt? Keine Ahnung. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Gegen wen kämpfe ich jetzt? Gegen Ruvik oder Boxkopf? Oder gegen niemand? Ich beobachte erstmal die Situation. Wir haben ja gerade einen Kontrollpunkt. Ich sehe erstmal keine Bedrohung. Trotzdem kann es natürlich sein, dass Ruvik hinter uns her ist. Ich werde jetzt erstmal versuchen, diese Dinger wegzumachen. Eventuell muss ich ja bald rennen und so. Dann bin ich froh, wenn mir nichts im Weg liegt. Tja, Joseph hat seine eigenen Probleme. Das finde ich mal auch gut. Dass nicht nur immer ich der Depp bin hier. Ja, okay. Also da hinten ist wohl mein Ziel. Ich bin mal gespannt, was hier jetzt eventuell gleich passiert, wenn ich jetzt weiter vorausgehe. Oh, die Musik ist aber... Was ist das? Die Musik ist gerade sowas von angsteinflößend. Was passiert hier? Also ich glaube, die grünen Dinger nicht gut, wenn die mich treffen. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Warum denn? Ich will da weg. Okay, das werde ich nochmal laden. Ich habe jetzt gerade gar nicht kapiert, warum da Feuer auf mich zuschaut. Einfach so oder was? Okay, die grünen Dinger sind jetzt hier. Was ist das? Ein Bolzen. Das heißt... Okay, Timing-Sache einfach. Ich hätte einfach... Das war echt blöd. Blödes Timing eben. Ah, nein, das sind Stolperfallen. Ja, okay, kapiert. Ja, ja, ja. Ich bin wieder drüber gelatscht. Ich habe sie aber wenigstens jetzt mal gesehen. Da ist nochmal so ein Teil. Okay. Alles klar. ja. Fail. Glaub aber, das ist gar nicht so schwer. Das ist, sieht nach ein bisschen Timing und Geschicklichkeit aus. Ist mir auf jeden Fall lieber als gegen einen Rubik oder Boxkopf zu kämpfen. Also, die Stolperfallen. Ich dachte halt jetzt erst, dass die, dafür verantwortlich sind, dass da Feuer rauskam. Deswegen bin ich da etwas mutig rangegangen. Aber anscheinend ist das davon unabhängig. So, deswegen... Ich kann mir nicht einfach irgendwo drüber... Hey, guck mal, da ist eine Statue. Ha, kann ich dich zerbatschen? Nee, natürlich nicht. Ich versuche dich mal von der anderen Seite zu bekommen. Total naiv. Vielleicht klappt's ja. Ja, von da war ja noch alles in Ordnung, oder? Kann doch einfach da hingehen und so holen. Wahnsinn. Okay, ja, jetzt das Feuer. Hier ist ja jetzt noch kein Feuer. Hier kann ich ja das durch wegmachen. So. Jetzt warte ich, bis das Feuer hier ausgeht und dann renne ich eventuell durch. Oder ist da noch eine Stolperfalle? Nee, sonst sehe ich hier keine. Versucht da dann durchzurennen. Ja, jetzt durch. Okay, soweit so gut. Ah, shit, da war, glaube ich, noch eine Stolperfalle. Ich bin mir nicht sicher. Nee, da war... Doch, da ist doch eine. Nee, ist keine. Ach, je. Weiß nicht. Instinktiv... Oh, was war das jetzt für eine Falle? Wow, bist du hübsch, Sebastian. Wo kam denn die Falle her? Okay, okay, okay. Ah ja, vielleicht bleibe ich doch auf der linken Seite. Ja, Try and Error, so ein bisschen, ha? Huh? Die Flammen, die konnte man ja vorher einsehen, aber diese Stacheln jetzt eben, hallo? Was weiß ich, wo gekommen sein. Egal, wir bleiben bei der Taktik. Das weg. Das weg. Und nicht vergessen, immer wieder die Statue holen. Die lasse ich mir nämlich jetzt nicht mehr nehmen. Vielleicht auch noch ein paar Bolzen und so sammeln. Ich muss mehr sammeln, auch wenn ich gerade hier voll... Ich neige einfach dazu, dann Panik zu haben und dann sammle ich nicht richtig. Ich darf nicht. Ich muss sammeln. Ich muss die Ruhe bewahren. Deswegen gucke ich jetzt auch mal auf der Seite. Aber ne, da kam ich ja her. Genau. Da wird nichts mehr sein. Genau, da kam ja schon der Jackpot. Wisst ihr, da ist so ein grünes Teil. Ich bin mir eigentlich nicht ganz so sicher, was die überhaupt machen, wenn sie mich so richtig erwischen. Die Musik ist so krass. So krass unheimlich. Ah, Mist. Ja, genau, wie auf die andere Seite.
Ja, ja, im Dunkeln auch noch, klar. Da muss ich halt ein bisschen schneller machen, bevor es zurückkommt. Jo. Jetzt holen wir uns das wieder. Ich hoffe, das Grüne ist jetzt gerade nicht in der Nähe. So, Stolperdraht. Dann gehen wir wieder darüber. Weil er nochmal kommt. Eine gefährliche Gegend. Die gefährlichste Küche aller Zeiten, möchte ich mal behaupten. So, jetzt bleibe... Ah! Oh Gott, nein, 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 nein. Oh Gott, gib mir bloß... Shit. Warum kann er da jetzt nicht einfach drüber? Ne, er muss den gefährlichen Weg in Betracht ziehen. So, wie war das jetzt? Doch, da ist eine Falle. Ich konnte sie nicht, weil ich vielleicht geduckt war. Ich will die entfernen. Danke. Wow! So, komm... Okay, wieder hat die Stolperfalle nichts mit der Falle an sich zu tun. Ich renne jetzt einfach mal durch. Ah, stopp, stopp! Ui! Okay, das war knapp. Das war knapp. Ich habe gerade noch die Falle gesehen und... Ja. Okay, cool. Bleiben jetzt. Wir haben es fast geschafft. Ah, 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 geh weg. Geh weg. Nein. Ah. Okay, das tut aber gar nicht so... Ich weiß gar nicht, kann ich das töten, den Dreck? Ich heile mich mal, oder? Obwohl, ich will mich nicht heilen. Das kann man auch so schaffen. Ich darf mich nur nicht so blöd anstellen. Ich sehe nichts. Ah, Mist. Natürlich muss ich ganz nach rechts. Natürlich. Ich habe keinen Bock, mich zu heilen. Ich will das durchziehen jetzt. Oh wei, oh wei, oh wei. Ja, ist ja gut. Und jetzt schnell durch. Nein! Oh, schnell durch, bevor die Stacheln kommen. Och, ey, Leute. Jetzt das wegmachen. Und jetzt das Feuer noch abwarten und dann haben wir's. Passt. Nur noch das Feuer abwarten, hoffe ich. Und durch. Okay. Ah, Vorsicht, da ist nochmal Säure. Da ist nochmal... Ah! Okay, okay, da ist nochmal Säure. Wo mache ich das am besten weg? Von der anderen Seite, glaube ich. Was für eine todbringende Gegend. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger kaputt machen kann, aber eigentlich ist es Munitionverschwendung. Es sei denn, die Dinger töten mich, dann ist es vielleicht eine Überlegung wert. Ach komm, das kann doch nicht sein, dass die so treffsicher sind. Wehe, du gehst jetzt in die Nische da rein, blödes Teil. Dann bin ich nämlich tot. Schon. Ah, nein, nein, das war ja... Das ist so typisch, ey. Das ist doch... Das ist doch... Nee, ich will mich nicht heilen. Das ist eine Sache, die können wir auch ohne Heilung schaffen. Das, da wird man von Mal zu Mal besser. So, der Lärm. Und jetzt noch einmal. Das ist schaffbar. Das macht es mir schwer, ich weiß, aber das ist mir egal. Ich könnte natürlich mich heilen. Aber ich will es ohne schaffen. So. Bla bla bla. Ich kenne man schon. Hier an der Stelle explodiert ja immer was, ne? Obwohl, ne, diesmal ist nichts explodiert. Vielleicht habe ich... Ja, vielleicht ist es ganz gut, wenn ich an der Stelle eben vorsichtig auf dem Boden bleibe. So, jetzt das Feuer kurz abwarten. Da ist es schon, da ist es wieder weg. Jetzt das hier entschärfen. So, und durch. Ja, vielleicht kurzer Schwenk darüber. Ach ja, gut, die Falle habe ich jetzt wieder vergessen. Es tut mir leid. Die habe ich vergessen. Schlicht und ergreifend. So, die macht sich zum Glück von selbst schön bemerkbar. Stopp, 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 stopp. Die Falle, die Falle. Ach, wenn ich auf die grünen Viecher halt gucke und dann so Feuer abwarten. Durch und jetzt wieder mit mir hoffen, dass wir Glück haben. Los geht's. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt kein grünes von hinten. Gleich haben wir's, gleich haben wir's. Yes! Nein! Nein! Die sind doch darauf programmiert, oder? Diese miesen, kleinen Dinger. Ich habe aber keinen Bock, sie kaputt zu schießen. Ich brauche nur ein bisschen mehr Glück. So. Das fordern wir jetzt heraus. Das ist Glück. Nee, ich will da... Ich will die auch nicht kaputt schießen. Ich brauche die Muni.
Das, die müssen doch auch mal pechhalsweise in der anderen Ecke gerade sein, während ich das erledige hier. Dass ich dann noch schnell wegrennen dürfte. Na gut, dann fetzt hier halt wieder alles durch die Gegend. Mit dem scheiß Schlüssel. So. So, da warte ich lieber nochmal. Na komm. Feuer. Sei ein braves Feuer. Yo. So, jetzt das. Mal dadurch. Ja, kein Problem. Wir gehen da durch. Alles cool, alles cool. So, jetzt kommen die. Jawohl. Ja, es verläuft gerade zu gut. So, da kann ich auch schnell durch. Ja, das sind beide. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt noch einen schönen, ruhigen Moment habe. Also das lief jetzt extrem gut. Und ich hab's. Ich warte hier jetzt noch, bis die Säure definitiv weg ist. Und jetzt will ich hier raus. Ich will hier raus, ich will hier raus. Yes! Oh. Seht ihr? Genau so geht das. Genau so wollte ich das machen. Genau so. Keine Heilung verbraten. Keine Muni. Rein nichts. Wir haben nur ein Plus gemacht. Das waren mir die Versuche wert. So. Wohin jetzt? Wohin jetzt? Der Spaß in der Küche ist vorbei. Ich habe zwei Wege zur Wahl. Hm. Okay, der Weg gefällt mir schon mal. Das scheint der Bonusraum zu sein. Wir haben richtig gewählt, Leute. Das haben wir uns alles verdient. Ja. Aber hey, gut. Haben wir das nicht das letzte Mal aufgewertet? Ja, 4 Spritzen jetzt das Maximum. In dem Fall, ne? Sieht das doch jetzt richtig sexy aus. Das hat sich alles gelohnt. So, da hinten komme ich gar nicht ran. Und, yo. Das war's. Das heißt, es muss in dieser Richtung weitergehen. Lieben gerne doch. Joseph ist ja da hinten auch rumgerannt. Genau in diese Richtung, in die wir jetzt laufen. Gefolgt von unserem Boxkopf. Vielleicht sind ja beide hinter dieser Tür. Doch das erfahren wir erst genauer, wenn wir wieder uns in einen fehlreichen, aber trotzdem hoffentlich auch mit Erfolg geprägten Part dahin vergnügen bei Let's Play The Evil Within.